Hey, du. Ja, du. Nur für dich. Hier, jetzt. Zum ersten Mal von mir. Ein Gedicht von Alfred. Alfred Lichtenstein. Er starb vor genau einem Jahrhundert an der Westfront des Zweiten Weltkrieges. Er wurde 25 Jahre alt. Alfred Lichtenstein. Seine Gedichte sind dunkel, sehr dunkel. Dunkler als die schwarze Stadt. Er ahnte wohl, dass er den Krieg nicht würde überleben können. Aber extra für dich habe ich einen Text ausgesucht, der nicht ganz so dunkel ist. Ich will dich ja nicht erschrecken, nicht betrüben. Vielleicht wirst du dich fragen, was meine Bewegtbilder mit dem Text zu tun haben. Dann würde ich dir antworten, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das Gegensätzliche zwischen beiden, das bei näherem Hinsehen vielleicht gar nicht so gegensätzlich ist. Das ist nur so ein Gefühl. Aber jetzt, genau jetzt, die Dämmerung von Alfred Lichtenstein. Ein dicker Junge spielt mit einem Teich. Der Wind hat sich in einem Baum gefangen. Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich, als wäre ihm die Schminke ausgegangen. Auf lange Krücken schief herabgebückt und schwatzend kriechen auf dem Feld zwei Lahme. Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt. Ein Pferdchen stolpert über eine Dame. An einem Fenster klebt ein fetter Mann. Ein Jüngling will ein weiches Weib besuchen. Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an. Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen. Das war's. Aber ich sage dir, ein Ende ist immer der Anfang von etwas anderem. Und ich meine das nicht religiös. Bla, bla, bla.